Also es geht darum, grob gesagt, sexuelle Selbstbestimmung effektiv zu schützen. Und das Modell, über das jetzt diskutiert wird, würde darauf hinauslaufen, dass alle Handlungen zum Beispiel gegen den erklärten Willen einer Person unter Strafe gestellt werden. Das ist bisher nicht so. Es gibt Handlungen, in denen das Opfer eines sexuellen Übergriffs weint, Nein sagt und trotzdem ist das Ganze nicht strafbar.